Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge sind wir in diese gruselige, sehr schaurige Villa reingegangen, haben einen Ausgang gefunden, wo wir wieder hier raus können. Und ja, wir gehen jetzt wieder da rein. Das Zusammenleben mit dem Seraphen gucken wir uns aber natürlich vorher an. けど現実は濃い。難しいのは分かってる。でも現実にそういう時代はあったんだ。遺跡にも転移見聞録にも証拠が残ってる。それいつの話？大昔の話だね。けど今もエドナみたいな天族がいる。 Ja, auch selbstsüchtige Seraphim. Ha. Okay, dann gehen wir wieder da rein. Ah. Die ganzen Spinnen und kannibalischen Feen. Okay, nicht kannibalischen. Geht irgendwie nicht, wenn man eine Fee ist und ein Mensch ist. Jedenfalls glaube ich, dass das hier abgeht. Und das Monolith. Kombo-Effekt, der wird dein Kombo unterbrochen, könnten weitere Angriffe vorübergehend wirkungslos sein. Es ist besser, deinen Halt wiederzufinden und dich auf den Gegenstand des Feindes einzustellen. Wach. Weg damit. Husch. Verbrennen wir die Truhe. Ups. Habe ich jetzt Dreieck gedrückt. Soft-Eis. Ja, ne, ich konnte ja mal einen Effekt holen. So, warte, ich gehe noch mal kurz raus. Und hol mir einen Effekt vom Gasthaus. Womit wir ein bisschen, weiß ich nicht, stärker sind. Hoffe ich. Wäre vielleicht nicht so eine dämliche Idee. Am besten irgendwie mehr Erfahrungspunkte, weil das ist irgendwie sehr schwer in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Hätte ich vielleicht vorher einen Part machen sollen. Ist mir jetzt aber nicht eingefallen. Tut mir leid. Hoffentlich können wir irgendwann mal rennen. Ich habe das Gefühl, wir laufen sehr langsam durch die Gegend. Und hier war irgendwo ein Stern noch. Bevor ich in die Villa reingegangen bin. Oh, jetzt ist er weg. Oh, ernsthaft? Seriously? Da haben wir jetzt irgendeinen Effekt hier. Den teuersten, was weiß ich, obwohl er steht ja. Ja, Curry. Curry ist immer zum Wiederbeleben. Da weiß ich noch. お姫様は舞踏会で踊ったり、お菓子を食べたりという Tun sie alle. Jede Prinzessin in jedem Rollenspiel. Riesige Verantwortung. Ist doch immer das Problem. Kein Skit, okay. Dann wieder zurück. So, jetzt wieder den ganzen Weg zurück. 12 Galt. Ich dachte, in den Städten kriegt man mehr Geld. Komischerweise bekomme ich. Da ist ein Skit. Die Gelehrtenstadt des heiligen großen Baums.
歴史ある町なんですよね。伝剣文学にも紹介されているとか。うん。一回来てみたかったんだ。聖なる大樹ソビエシ学徒、マーリンド。その梢に輝くは、学問の実と芸術の花。この木陰に遊ばずして、いかにして大陸の地と美を語るべきや。ね。花も見置かれちゃってる感じ。またそういうことを言う。ですが事実です。けど、 また春が来れば花が咲くし、秋には実がなるよ。はい。学問や芸術への情熱が消えない限り、何でも。ね。確かに。それは歴史が証明してるね。頭のお花はもう満開ね。エドナさんはお嫌いですか？お花。別に好きだけど。綺麗な花なのね。Sehr pessimistisch, habe ich so ein Gefühl. Aber egal. Gut, dann. Oder realistisch. Könnte auch sein. Ja, irgendwie mehr realistisch, ne? Anstatt pessimistisch. Gut, dann wieder rein in der Tora raus. Haben wir nur 6 Minuten hier wieder verbraten. Haben zwar Skits gesehen und so, aber trotzdem. So viel Zeit können wir noch nicht verschwenden. Okay, warte mal, ich kann von hier aus reisen auf einmal. Gut zu wissen. Wenn die Story weitergeht, dann wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wollte er gerade was sagen? Siehst du an, so. So, dann mal weiter im Text, endlich. Nur, wo ist der Text, den wir weiter folgen sollten? Ja, gut. Was? Ich kam von da oben. Ach so. Ah, okay. Ja, ich komme von da, stimmt. Wupp. Spinnenbeben, oder? Nee, okay. Falscher Alarm, waren nur Kerzen. Ich wollte nur Kerzen töten. Und jetzt ist da ein Speicherpunkt. Leckt mich. Ich kann nicht rausgehen müssen. Ja. Soll ich mal speichern? Ich speichere mal lieber. Obwohl, Bosskämpfe kann ich ja immer wieder versuchen, ne? Ja, Bosskampf. So, dann habe ich hier dieses Curry-Ding aktiviert. Also, ein, zwei Mal kann ich ruhig brecken, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott. Bist du denn ein Goldritter? Oh, die Musik kennen wir doch. Ritter Arthur. Okay. Mit dieser Xellia 2 Musik. Das heißt schon wieder Copyright. Ich sehe schon kommen. Bei der Musik ist halt immer so. Kommt angeblich von Tales of Vesperia, das Lied. So, ich muss mal kurz überlegen. Gehen wir einfach auf den los. Super, 36. Warte mal, was bist du anfällig? Gegen Erde und Licht. Warum ist Edna jetzt nicht unser Team? Schon wieder kriegen wir auf die Fresse. Oh Gott. Oh nein. Alter, guckt euch mal einer den Schaden an schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Oha. Warte mal, Erde. Ich hab doch einen Erdangriff. Den ja. Aua. Hm. Ist knapp, jetzt setz ich mal Amortisierung ein.
Sehr gut, Edna. Oh, wart. Alter, den Angriff Spam bringt nichts. Sehr gut, Edna. Immer schön den Angriff. Oder auch nicht. Zum Glück bekommen die anderen keinen Schaden. Jetzt läuft's noch. Gut. Nicht gut. Warum hätte ich ihn jetzt dauernd getroffen? Machen wir jetzt fertig. Warte mal, jetzt. Betäubte Gegner geht dann ja schneller. Sehr gut. Ach, verdammt, zum Glück war der gerade betäubt. What? Okay. What? Ich nehme an, du bist das Maskottchen dieses Spiels, das mir auf die Nerven gehen wird. Oh, Levelaufstieg, sehr gut. Neues Art erlernt. Und nochmal eine Kugel. Was bedeutet das denn? Titel wurde aufgeschoben und Titel wurde... Also, ja, wenn man ein höheres Level hat, nehme ich an. Okay. So, was habe ich Neues bekommen? Normale Kugel. Okay, ich nehme an, dass der Effekt ist jetzt schon an. Okay, das ist wieder nervige Maskottchen dieses Spiels, was wir
was mir auf die Nerven gehen wird, ne? Ein verborgenes hat das mit Hilfe eines heftigen, aufgeladenen Drehs einen Moment später einen zerstörenden Blitzangriff auf den Bereich auslöst. Okay. Das ist aber auch gut, dass ich alle hier gleichzeitig ein neues Art lernen. Kann ich mich immer hier schön darauf konzentrieren. Also jetzt das hier neu. Die alle direkt hier einzustellen. So. Dann kommen wir ja. あなたよ、今日任した。思い出した、うちや、うちがむちゃくちゃにしたんやな。大事な大事な宝物を。Wolltest du uns nicht irgendwas sagen eigentlich? Hä? Brenne. Wer ist das überhaupt? Sieht bekannt aus. Okay, such mal den kleinen. かもしれないけど、教えてくれないか。あんな、うち芸術が大好きでな、ずっと前にここに住み着いて、大勢さんと美術品を見てるだけでほっこりしてな、祀られへんでも寂しなかったんや。いいな、そんな生活。幸せやってん、ほんまに。Okay. Bleib doch mal hier, verdammt. Warte mal, Speicherpunkt. Okay. Keins gibt. Ah, wo ist der kleine Fellknäuel? Wäre es nicht besser, wenn wir da draußen gehen, anstatt wieder hier überall? Was? Ja, der Stein ist doch hier. Ja, er ist da. Okay, Entschuldigung. Hallo? 人間は変わってしもたんや。敵の国の人が作った作品やからってけなしたり燃やしたりし始めて。芸術を利用したんだな、戦意高揚に。その通りです。それだけやない。そのうちに美術品の横流しが始まってな。それでこんなに。そいつらは金を手にして全部出さんもせよ。みやすっきりしたな、戦争さまさまだ言うて。悲しかってん、悔しかってん、許せへんかってん。手足、うちは兵馬になってしもたんや。アタックが悪いんじゃないよ。大きいだけど、ちょっぴり一人にさせてほしいねん。Na gut. Was heißt das dann für uns jetzt? Lass uns das Museum erstmal verlassen, okay. Das klingt eindeutig. Ja, der Wolleproppen wird sich doch sowieso irgendwie uns anschließen, oder? Nehme ich an. Aber ich hoffe, der ist nicht euren Kopf von uns zu reden. Dann die Hölle. Masaka, 芸術への思いから
汚れが生まれるなんて。驚いた。アタック様を追い詰めたのはハイランドだ。私がもっとしっかりしていれば。汚れはどんな心からも生まれますが、特に危ないのは他人への憎悪。はい。そして私たち天族は器からの影響を特に強く受けます。俺が汚れを生み出したらみんなもヤバいってこと？全員が氷魔になる恐れがあります。スレイさん、アリーシャさん、人はお二人が考えている以上に力を持つものに依存し絶望します。自身の理想、そして自分にできることを見誤らないでください。救うべき人間への思いは同志の大敵でもあるのですが。うん、分かった。だからその堅苦しさが危ないんだって。あ、そうだね。余計な心配ですわね、スレイさんには。心配する前にやろう。私たちにできることを、だな。Ach ja, der Drache. Okay, wo jetzt hin? Jetzt müssen wir da rein. Okay, es geht? Nein. Mal kurz gucken. Ja, ich komme wahrscheinlich nur hier, ne? Was ich wahrscheinlich auch machen werde, mal ein bisschen zu trainieren wieder, damit wir kurz vor Level 16 sind. Obwohl der letzte Kampf war ja jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Aber kann ja noch kommen. Würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.